Wenn man sich schon vor diesem Video den Zeh an der Softbox stößt, dann kann das schon kein gutes Omen sein. So Leute, heute geht's um Leon Marchers Fame, aber nicht das Album, sondern die Single, die ja auch letztens bald gerade vor kurzem rausgekommen ist. Das Album ist ja jetzt auch rausgekommen, wir beschäftigen aber heute die Single. Aber zum Album kommt natürlich auch noch was. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Weil so ein Meisterwerk, das können wir uns nicht entgehen lassen, das müssen wir thematisieren. Kommen wir aber erstmal zu Fame. Der Titel, der dem ganzen Album seinen Namen gibt und symbolisch für den Namen Leon Marcher ist. Also größenwahnsinnig und überzogen. Und wir haben ja schon einige Lieder gehört, Mädchen aus dem Block oder Ich und meine Jungs, irgendwie so hieß das. Aber dieser Song ist anders, denn er setzt sich kritisch mit dem Thema Fame auseinander, was ziemlich ironisch ist, wenn das ausgerechnet der Name für Leon Marchers Album ist. Aber gut, wir lassen uns von dem schönen Musikvideo nicht blenden. Und nach knackigen 3 Minuten 10, die der Song geht, und 3 Hooks, die auch ziemlich lang sind, haben wir dann doch relativ wenig Inhalt in diesem Song. Irgendwie ist das so ein Trend bei YouTubern, dass Lieder nicht besonders lange gehen, weil nicht besonders viel Inhalt da ist. Ich warte echt auf den ersten YouTuber, der mal ein Lied über 4,5 Minuten rausbringt. Wenn das passiert ist, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil ich kenne keinen bis jetzt. Intros und Outros für Tourkarten und Deluxe-Boxen zählen übrigens nicht. Aber trotz wenig Inhalt hat Leon dann doch ein bisschen was gesagt, worauf wir dann eingehen können. Ich verzichte an dieser Stelle übrigens mal auf Videoeinblendungen, weil GEMA und so Musik, man weiß nie. Deshalb lieber nicht, nee. Wir wollen ja nicht, dass dieses Video hier gesperrt wird. Deshalb werde ich mit meinen professionellen musikalischen Erfahrungen diese Texte selber einrappen. Ohne Beat, also ich werde es vorlesen in Leon Marcher Stimme. Los geht's mit dem Song Fame von Leon Marcher. Die erste Zeile, die ganz interessant ist, ist folgende. Ich wache auf und blicke in den Spiegel. Manchmal erkenne ich mich nicht mehr wieder. What? Spiegel? Wieder. Spiegel? Wieder. Lieber Leon, ich weiß, du hast wahrscheinlich nicht allzu lange eine Schule besucht, aber ich glaube, Reime kommen so in der 6. Klasse ungefähr dran. Und ich muss dich leider enttäuschen, Spiegel und wieder reimt sich überhaupt nicht. Aber gut, das war nur zum Warmwerden. Das war ja gerade mal am Anfang. Und wieder muss ich Promo starten. Es ist schwer, sich davon loszusagen. Es ist schwer, sich davon loszusagen, Promo zu machen? Moment, habe ich das falsch verstanden? Weil seine Promo läuft ja eigentlich folgendermaßen ab. Er setzt sich vor die Kamera und sagt, hey Leute, bald kommt mein Album raus, kauft es. Und um keine Promo mehr zu machen, kann er doch einfach aufhören, das zu sagen, oder? Ich meine, what the fuck, wird er gezwungen dazu? Leon, du bist ein eigenes Individuum, wenn du willst. Hör auf, es ist dein Körper. Du musst nichts gegen deinen Willen machen. Oder es ist nur der letzte Hilfeschrei einer psychisch kranken Person, der wahnsinnige Zwangsneurosen hat, unbedingt Promo für sein Album zu machen. Ja, schlimm, schlimm. Ah, ich kenne das auch immer, dieses Promo. Ich komme davon nicht weg. Dinge, von denen ich nicht wegkomme. Alkohol, Drogen, Glücksspiel, Promo machen. Wer kennt's nicht? Die 4 größten Süchte. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe meine Fans. Ja, meinst du etwa diese undurchdringliche Masse von Zahlen? Auch wenn das hier wahrscheinlich wieder natürlich nur ein rhetorisches Stilmittel ist. Nein, du liebst deine Fans nicht. Das tut wahrscheinlich keiner in der Größenordnung. Weil du einfach deine Fans nicht kennst, nicht persönlich, und deshalb kannst du sie nicht lieben. Du kannst ihnen zwar sehr dankbar sein, aber wie gesagt, du kannst sie nicht lieben. Was du aber hingegen liebst, sind Zahlen und Geld, was hinter diesen Fans eigentlich steckt. Wenn du also sagst, dass du diese 2 Millionen Fans liebst, nein, dann liebst du sie nicht wirklich. Dann liebst du einfach nur die enorm große Zahl. Aber für die Zuschauerbindung ist das natürlich voll gut, das zu sagen. Ich liebe euch natürlich auch. Yay. Doch ich fühle mich, als ob ich in einem Schaufenster stehe, weil mich Tausende jetzt im TV-Sender sehen. Wo? Ich habe mal ein bisschen recherchiert auf YouTube. Es gibt keinen Fernsehausschnitt von Leon Marcher. Wenn ihr irgendwas wisst in der Hinsicht, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber ich habe keinen TV-Auftritt von Leon Marcher gefunden. Ich glaube langsam, dieser Junge hat ernsthafte psychische Probleme. Der flüchtet sich in so eine Art Traumwelt. Also im TV war er scheinbar bis jetzt nicht. Ja, das nennt man Lügen. Außer wenn ich falsch liege und es doch einen Ausschnitt gibt. Dann will ich den sehen. Und draußen die Kids meinen Namen rufen. Mich durch Snapchat-Clips auf der Straße suchen. Ich habe keinerlei Privatsphäre mehr. Ja,
Selber schuld? Ich meine, ich tritt ja auch nicht mit meinem rechten Fuß gegen mein linkes Schienbein und ärgere mich dann, wenn es weh tut. Aber ich glaube, sowas verkennen viele YouTuber und Leute, die jung bekannt geworden sind und das irgendwie nicht richtig einschätzen können oder einfach nur dumm sind, weil Kim Kardashian passiert sowas auch. Wenn ihr ganz viel von eurem Leben preisgibt durch unter anderem Snapchat und man wirklich sieht, wo ihr seid und so viel von eurer Privatsphäre zeigt, ja, dann ist es kein Wunder mehr, wenn ihr keine Privatsphäre habt, weil ihr euch eure eigene Privatsphäre selbst kaputt macht. Aber gut, ja, die bösen Kinder sind natürlich schuld, wenn sie das machen. Natürlich ist es nie gut, wenn Fans zu weit gehen und an Haustüren klingeln oder sonst was machen, aber Leute wie Leon Mascher legen es tatsächlich darauf an, weil er ja gesagt hat, er liebt seine Fans. Und wie kann man einen Menschen abwimmeln, den man liebt? So, jetzt kommen wir zu Hook, die auch dreimal vorkommt. Das ist natürlich nicht die ganze, also die wird dann nochmal wiederholt, ein bisschen abgewandelt. Eigentlich sind es dann 8 Zeilen, also haben wir 24 Zeilen Hook. Ich muss mir die Lyrics übrigens selber wieder alle rausschreiben, es gibt noch keine Lyrics im Internet. Was, wenn der Fame nicht mehr ist? Habe ich dann weniger Klicks? Nein! Wenn der Fame nicht mehr ist, dann hat man natürlich mehr Klicks. Das ist ja normal. Wenn man nicht mehr so beliebt ist, dann gucken die Leute natürlich mehr. Ach, Leon, ey. Ich frage mich manchmal, fragt er sich diese Frage wirklich? Oder sagt er das nur, um etwas zu sagen? Damit es so voll melancholisch und dramatisch klingt, er macht sich ja so viele Gedanken. Aber er eigentlich nur voll den Bullshit labert. Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Interessiert sich kein Mensch mehr für mich? Doch, wenn der Hype natürlich weg ist, dann interessieren sich die meisten Menschen für dich. Ich meine, wer kennt das nicht? Die CD-Promis. Das sind immer die Gefragtesten. Also kein Fame bedeutet dann mehr Klicks und mehr Gefragtheit und Interesse. Ist ja logisch. Nach all den unzähligen Hits. Okay, ich habe mal nachgezählt, weil das mit den unzähligen Hits habe ich nicht so ganz geglaubt. Und ich bin mal die Top-Videos von Leon durchgegangen. Eigentlich dachte ich, irgendwo findet man anders Informationen zu Leon und seinen ganzen Hits, aber der hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Also, unter den Top 200 Videos von Leon Mascher beträgt die Anzahl seiner Hits 4. Von 200 Videos 4. Um diese unzähligen Hits zu zählen, brauche ich nicht mal eine Hand. Selbst wenn ich einen Finger verlieren würde, könnte ich diese Hits immer noch zählen. Natürlich ist das wieder ein Stilmittel und eine Übertreibung. Oder es ist der armselige Versuch, dem Zuschauer vorzumachen, dass man doch so erfolgreich wäre, was man eigentlich gar nicht ist. Nochmal zum Mitschreiben. Von 200... 4. Oh nein, auf Platz 201 kommt dann kein Song. Ich war dann nur echt zu faul, weiterzuzählen. Da wäre wahrscheinlich noch viel mehr gekommen. Vielleicht sind es auch 300, ich weiß es nicht. So viel Arbeit wollte ich mir da doch nicht machen. So, weiter geht's mit dem Text. Und irgendwann ist der Fame vorbei, all der Hate vorbei, nichts, das ewig bleibt. Doch, und zwar die Gewissheit, ein richtig beschissenes Album gemacht zu haben. Gern geschehen. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch Liont erfahren musste. Denn Fame oder Hate gehen, aber die Schmach für ein richtig beschissenes Album... Das bleibt für immer. Nach all dieser langen Zeit, wer von euch ist noch kampfbereit? What? Wer hat hier gekämpft? Was ist passiert? Noch Kampf? War jemand jemals krank? Was? Ich weiß nicht, was er meint, aber es ist mir in diesem Fall auch einfach egal. Ja, der Rest ist bla bla und unnötige Scheiße. Und das waren eigentlich so die markantesten Szenen, wo man dachte, what? Es ist echt traurig, dass allein ein Song so viel Inhalt hergibt, dass man damit dieses ganze Video füllen kann. Ah, Leon, ey, Mann. Ja, ich möchte mich nicht unbedingt noch mehr mit diesem Lied beschäftigen. Deshalb sind wir hier am Ende angekommen, aber ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und wenn euch diese kleine Analyse gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da, würde mich freuen. Weil allein das Recherchieren tat hier weh. Ja, da unten könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Morgen kommt dann noch ein Video zu Leons ganzem Album. Haut rein, bis morgen. Tschüss.